Willkommen zum Vitamin Bäre Podcast Episode 4. Heute geht es weit weg, fernab von Deutschland und auch hoch hinaus. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Dirk und bei Ralf für ihre Bewertung bei iTunes und ihre Rezension. Und ich würde mich freuen, wenn auch du deine Meinung zum Vitamin-Bäre-Podcast auf iTunes kundtust. Das hilft mir und vor allen Dingen auch anderen, den Podcast zu finden. Ja, übrigens, Ralf hat auch einen Podcast, trailgierig.de, auch empfehlenswert. Er spricht viel über Ausrüstung und ja, alles, was gerade so für Trailrunning-Einsteiger irgendwo interessant ist. Auf jeden Fall mal reinhören. Gut, und bevor es mit dem Interview losgeht, noch ein kurzes Statement heute von Florian Schupp. Den kennt ihr bestimmt noch aus Episode 1. Ich bin deswegen gerne in den Bergen unterwegs, weil Berge für mich Freiheit und Unabhängigkeit bedeuten. In den Bergen und auf den Gipfeln, da ist man fernab von jeglichen Alltagsproblemen. Man kann abschalten, man vergisst alles um sich herum und das Leben reduziert sich wirklich nur auf das Wesentliche. Auf einen selbst, man ist ganz bei sich. Fast schon eine meditative Haltung. Deswegen bin ich so gerne in den Bergen und liebe einfach die Berge. Tja, was soll ich sagen? Meditativ in den Bergen unterwegs zu sein, er war es letzte Woche definitiv nicht. Glückwunsch zu deinem Finish bei der Zugspitz Trailrun Challenge. Du hast dich ja lange darauf vorbereitet und jetzt hast du es wirklich in einer wahnsinnigen Zeit bis auf die Zugspitze hoch geschafft. Glückwunsch dazu. So, heute geht's hoch auf das Gotthardsacher Plateau. Ich war dort mit Lukas Rinner. Er ist Trailrunner, er ist Ski-Mountaineering, also Skibergsteiger. Er hat etwas wahnsinnig Abenteuerliches erlebt, und zwar in Norwegen. Ja, mehr hörst du im Interview. Es lohnt sich auf jeden Fall und ich freue mich, wenn du dran bleibst. Heute live vom Gottesacher Plateau unterhalb vom Hohen Even bei sehr schönem Wetter. Bei mir ist der Lukas Rinner. Hi. Hallo Lukas. Ja, wer bist du und was machst du denn? Stell dich kurz vor. Also, wie du schon sagtest, ich bin Lukas Rinner, wohne hier im schönen Kleinwalsertal, die schönste Sackgasse der Welt, darunter auch bekannt. Und ja, mal beruflich bin ich gelernter Elektriker und im Winter bringe ich den Gästen hier das Skifahren bei. Und ja, zu meinen größten Hobbys ist halt einfach in den Bergen sein und draußen sein. Egal ob Trailrunning oder Mountainbike oder Klettern am Fels. Hauptsache draußen. Wie oft warst du dieses Jahr schon hier oben? Wir sind hier in einer Mondlandschaft, nenne ich es mal. Wir haben gerade Fotosession gemacht. Ich denke, da sind ein paar ganz gute dabei gekommen. Wie oft warst du schon dieses Jahr hier? Winter schon zu Genüge. Im Sommer war jetzt, also jetzt wo der Sommer schon angefangen hat, war das Wetter natürlich auch noch relativ bescheiden. Aber eigentlich mit dir ist heute zum ersten Mal im Sommer. Eine Ehre. Hier quasi geht die Strecke vom Walser Ultra Trail lang. Ich habe ein Foto von dir letztes Jahr da unten irgendwo gemacht, allerdings bei etwas bescheidenerem Wetter. Wie fandst du den Lauf? Ja, der Lauf an sich war echt super. Also es ist natürlich schon, du kommst richtig an deine Grenzen, weil die 65 Kilometer und die 4.500 Höhenmeter, die haben schon wirklich in sich. Aber da heißt es wirklich Einteilung und ja, man braucht da schon eine Grundkondition. Aber als Einheimischer, denke ich mal, kennst du ja die Strecke. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Ist ein Zwiespalt. Also ich weiß nicht, es ist natürlich schön, wenn man die Strecke kennt, dann kann man schon ein bisschen planen, wo man mehr Tempo geben kann oder wo man es ein bisschen sein lässt. Aber im ganz Geheimen, weißt du, im Inneren in dir weißt du eigentlich, wie weit es eigentlich noch ist. Und das macht dich natürlich schon auch irgendwie fertig auf der Strecke. Jetzt kommen wir mal weg vom Trailrunning, weil du hast viel coolere Sachen gemacht, finde ich.
Du warst letztes Jahr ein Jahr lang in Neuseeland und Australien. Was hast du denn dort gemacht? Ja, ich brauchte einfach mal eine Auszeit. Ich weiß nicht, vom Alltag einfach mal raus. Ich war gerade mit der Lehre habe ich abgeschlossen, im Bundesheer meine Zeit abgesitzt oder abgehockt. Oder nee, eigentlich abgehockt auch nicht. Ich war da im Sportbereich, habe schon einiges gemacht, war schon eine tolle Zeit, aber ich weiß nicht, zurück im Beruf war ich dann als Elektriker nochmal und irgendwie wollte ich einfach mal mehr sehen von hier. Ich war schon viel unterwegs in Schweiz und Italien, aber ich wollte einfach mal weg von Europa, einfach mal weiter hinaus. Und wie hat es dir dort gefallen? War Wahnsinn. Was war das Besondere, Wahnsinn. Also gerade an Neuseeland? Das Besondere an Neuseeland ist eigentlich, im Gegensatz zu Australien, wenn man die zwei jetzt ein bisschen vergleicht, man hockt im Auto und fährt einfach eine Stunde lang weiter und man kommt zu einem komplett verschiedenes Gebiet eigentlich. Das sieht einfach ganz anders aus. In Australien, da kannst du tagelang im Auto hocken, da ändert sich gar nichts vielleicht. Da ein Stein oder da ein Stein, aber in Neuseeland, da sind so viele verschiedene eigentlich Gebiete in einem riesen Land verbunden. Das ist einfach wirklich faszinierend, auch von Vulkanen hinweg bis über das ganze Meer und das ist eigentlich, ich weiß nicht, macht schon wirklich was her. Und du hast mir vorhin erzählt, du hast dir dort ein Auto gekauft und mit dem bist du dann umgefahren, oder? Ja, ich habe mir eigentlich einen Van gekauft, das war schon ein kleiner Bus eigentlich und den haben wir dann selber ausgebaut dort unten. Und das war eigentlich meine Wohnung für ja, gute 10 Monate. Sehr geil. Und ich würde es wieder machen, also die Zeit ist natürlich unvergesslich. Du bist einfach entlang von den Straßen und wenn dir irgendein Berg gefallen hat oder ein Gebiet, lass das Auto stehen, rein in die Schuhe und einfach loslaufen. Okay, also bist du da auch gelaufen? Ja, also ich habe mal auf die Uhr geschaut, ich habe ziemlich viel mitgenommen. Und das waren echt, in den 10 Monaten bin ich fast 3000 Kilometer gelaufen und Höhenmeter waren es auch um die über 200.000. Okay. Und hat auf jeden Fall wirklich Spaß gemacht. Jetzt bist du ja jetzt schon sehr verwöhnt, was Berge betrifft. Was sind denn die Unterschiede zwischen den neuseeländischen Bergen und den Bergen hier im Kleinwalsertal? Ja, viel gibt es eigentlich nicht zu unterscheiden. Das ist schon ziemlich ähnlich eigentlich, weil es ist beides recht steinig. Es gibt aber auch natürlich felsige Berge, natürlich grasbewachsene Berge und alles Mögliche, aber der Riesenunterschied finde ich eigentlich ist das Wegnetz. In Neuseeland, da sind die Wege kaum markiert, da muss echt suchen, wenn man was findet. Und wie hast du dich dann orientiert? Mal orientiert haben wir einfach nach Sicht. Okay. Karten und so weiter habe ich nicht viel dabei gehabt, ist vielleicht ein bisschen ja, fahrlässig, aber ich weiß nicht, man kennt es, wenn man irgendwie in den Bergen aufwachsen ist, dann hat man schon allein das Grundverständnis, dass man irgendwie die Wege auch sucht und findet. Also das war allein der Reiz, der war da. Das hat schon immer Spaß gemacht. Auch wenn man oft einmal irgendwo lag stand ist und denkt hat, okay, scheiße, wo geht's jetzt eigentlich weiter? Aber irgendwo am Ende hat man den Weg immer gefunden. Man muss sich vielleicht etwas mehr anstrengen. Ein anderes Land mit N, nicht Neuseeland, sondern Norwegen. Ich glaube, das ist eines deiner größten Abenteuer oder so ja, Erlebnisse. So, ich habe mir den Bericht gestern Abend nochmal durchgelesen, den du geschrieben hast. Stichwort Expedition Amundsen, das härteste Skirennen der Welt. Zumindest wurde es so betitelt, kann ich jetzt nicht einschätzen. 100 Kilometer Skifahren, man muss einen Schlitten hinten dran haben mit so und so viel Gewicht. Mindestens 40 Kilo, ja. Mindestens 40 Kilo. Was ist das Besondere an diesem Rennen? Was macht es zum härtesten Skirennen der Welt? Es ist eigentlich ganz einfach erklärt. Es gibt so viele Faktoren, die das eigentlich wirklich zu dem Titel machen. Ein Faktor ist natürlich der Schlitten, die Pulka, wo man mindestens 40 Kilo Gewicht drauf trägt. Der nächste Punkt ist, man hat null Verpflegungsstationen. Du hast alles mit dir dabei. Du musst vom Kochen, von dich selber nähren, vom Wasser, also vom Schneeschmelzen und somit dein Wasser irgendwie bekommen. Oder das nächste ist natürlich, du laufst nonstop durch. Du musst zwar 8 Stunden Pause machen auf der gesamten Strecke, da gibt es 3 Posten, wo 2 Leute da gestanden sind und die euch alle kontrolliert haben, die durchgelaufen sind. Und allein auch die Weite, es war ja um die 100 Kilometer und dazu waren es auch noch über 3000 Höhenmeter und allein mit der Pulka bergab fahren ist schon ein richtiger Wahnsinn. Also
Also musst du dann auch aufpassen, dass er nicht von hinten rein fährt. Ja. Mhm. Also allein das ist schon wirklich, ja, da muss man ein guter Skifahrer sein, dass man das irgendwie hinbekommt. Die Challenge oder die Herausforderung begann ja nicht erst in Norwegen, sondern eigentlich schon hier zu Hause. Du hast, das muss man im Team machen. Ja. Und du hast an deiner Seite einen Berliner. Jetzt würde ich mal sagen, Berlin ist jetzt nicht für Höhenmeter bekannt. Wie habt ihr euch getroffen, beziehungsweise wie seid ihr zueinander gekommen und habt euch darauf vorbereitet? Also der Jerome, der aus Berlin kommt, mein Teampartner, er ist auch ein Hagles-Friend. Ah, okay. Und ich weiß nicht, irgendwie hat Hagles von Skandinavien, also von Schweden kam das aus, dass sie mal ein deutsches Team haben wollten. Und da fragt man natürlich den Österreicher. Natürlich haben wir dann. Ja, irgendwie schon. Und irgendwie hat sich dann so ergeben, dass ich eigentlich auf jeden Fall denn dabei war. Und der Jerome hat dann auch natürlich, also er hat mitzogen, er ist ein Expeditionsleiter. Er hat die Hadagar wieder schon zweimal durchquert. Und mit einer eigenen Gruppe. Und ohne ihn hätte ich das Rennen auch gar nicht so leicht starten können, weil ich natürlich in dem Bereich nur wenig Kenntnisse habe oder auch Erfahrung. Ich habe natürlich schon viel bei bivakiert und war auch viel im hochalpinen Gelände, aber so eine Hadavagida-Durchquerung, das war für mich auch Neuland. Und habe ich gedacht, es gibt natürlich nur, oder irgendwie war ich in dem Modus, ja, Norwegen wollte ich schon immer hin und wie, warum nicht gleich das Rennen eben machen? Da kann man Norwegen eigentlich am besten erkunden. Und gab es dann auch so einen Augenblick, wo du dir gedacht hast, so ein Scheiß, warum mache ich den Kack hier? Ja, das war irgendwann mal so gegen 4 Uhr morgens oder so, wo wir noch unterwegs waren und wirklich auch schon am Ende, zum Teil am Ende unserer Kräfte einfach mal nach einer Pause uns ersehnt haben. Das waren auch, da waren wir schon über 15 Stunden lang unterwegs und es war einfach keine Sicht, weil es ist Blödsinn, wenn man bivakiert irgendwo, ohne man an dem Streckenposten zu sein, weil dann verschenkt man ja die Zeit, weil man hatte die 8 Stunden da absitzen müssen sozusagen. Und wenn man irgendwo außerhalb bivakiert ist, interessiert die nicht, das ist dann dein Problem. Und wir haben es halt immer probiert, von Station zu Station durcharbeiten, egal wie lange wir unterwegs waren. Und jetzt mal vom Zieleinlauf, ihr habt es ja geschafft, in sehr guten Zeit, das beste nicht-norwegische Team. Jemals. Jemals. Schauen wir mal, wie lange der Titel uns bleibt. Was war neben dem Zieleinlauf das schönste Erlebnis an dieser Tour, an dieser Strecke? Also wahnsinnig, es war wirklich, also das Wetter haben wir zum Teil richtig auch Glück gehabt. In der Nacht, es war richtig stürmisch und auch richtig kalt, also mit Temperaturen bis minus 35 Grad gehabt. Und das war wirklich, da ist man zum Teil in der Daunenjacke, hat man zum Teil fast laufen müssen. Mhm. Und aber das Schönste war irgendwie einfach die ganze Landschaft irgendwie mit sich zu nehmen. Klar, es ist ein Wettkampf, man ist fokussiert, aber ich habe immer, also egal was für einen Wettkampf ich mache, ich nehme immer was mit von der Landschaft, weil sonst ist mir der Wettkampf nichts wert. Ich finde, das ist wichtig. Bei so einem Wettkampf, also ich habe da ein paar Bilder gesehen, die und auch letztes Jahr hier, hat man nicht wirklich viel gesehen. Man spricht ja da auch vom Whiteout. Was empfiehlst du Leuten, die jetzt nicht so viel unterwegs sind? Auf einmal ziehen Wolken auf, man sieht nicht mehr die Hand vor Augen. Was empfiehlst du denen? Weiterlaufen, warten, dass es besser wird, um Hilfe schreien oder gibt es da irgendwas, was du dann machst, wenn du dich jetzt in der Gegend nicht auskennst? Ja, es ist schwierig. Es kommt natürlich darauf an, wie man ausgerüstet ist. Wenn man natürlich keinen Bivakiersack oder nötige Mittel irgendwie zum längeren Aushalten da hat, dann ist natürlich warten und abhocken natürlich schon schwierig, weil ja, weil man kann unterkühlen oder sonst irgendwas, oder es könnte Wetter aufziehen. Aber weiterlaufen ohne Sicht ist natürlich auch eine Gefahr. Das ist auch, das muss man natürlich für sich entscheiden, gell? Das ist, jeder am Berg ist für sich allein zuständig. Richtig, genau. Man kann natürlich, wenn man Notruf absetzen kann, ist natürlich sicher vom Vorteil, wenn man das möglich, wenn man die Möglichkeit hat an den Empfang. Aber ansonsten ist jeder für sich selbstverständlich, ja. Wie habt ihr das in Norwegen mit der Orientierung gemacht? War die Strecke markiert oder GPS? Ja, man konnte wir sind immer noch im GPS natürlich gelaufen. Also Markierungen waren eigentlich keine da. Man konnte nach einem Teil die Strecke vom Vorgänger ein bisschen begutachten. Also man konnte die Spuren noch sehen. Teilweise, aber teilweise auch gar nicht, weil natürlich der Wind die ganzen alles wieder zuweht. Und ab und zu hat man mal am Horizont welche gesehen, aber du warst natürlich auch nie sicher, dass man der richtige Weg läuft. Also
die richtige Deswegen Sprache. Hat man sich sehr nach dem GPS orientieren müssen, ja. Würdest du den Lauf anderen empfehlen? Natürlich. Trotz der minus 35 Grad. Bock auf Abenteuer haben und weiß nicht, also ich würde es wieder machen. Also ich weiß nicht, ob ich es nächstes Jahr wieder mache, aber vielleicht in den nächsten Jahren habe ich es auf jeden Fall nochmal vor. Auf jeden Fall hast du noch ein bisschen Zeit. Ja. Ist ja noch jung. Du fotografierst auch. Was sind denn so deine Lieblingsmotive? Also Lieblingsmotive, ich mache echt gern Sportfotografie aus im Selfie-Bereich. Das macht mir einfach richtig Spaß, aber genauso gern mache ich auch Tier- und Landschaftsfotografie. Einfach ja, in der Natur die Fotos zu machen, das ist einfach egal wie, ob mit Personen, ohne Personen, mit Tier oder ohne. Jetzt hier von den Bergen oder in den Bergen, lieber Weitwinkel oder Zoom? Mehr drauf oder eher das Detail? Es ist natürlich immer, kommt drauf an, auf den Augenblick. Also ich finde, Weitwinkel macht natürlich um einiges mehr her, weil man mehr von der Landschaft hat. Aber Zoom sind natürlich auch schöne, ja, es kommt natürlich drauf an. Also es ist ein Zwiespalt, gell? Wie bei allem. Aber beides empfehlenswert. Und wie bist du zur Fotografie gekommen? Ja, ich bin ja natürlich, seit ich klein bin, immer mit meinem Dad und alles, also immer schon in den Bergen unterwegs gewesen. Und irgendwie denkt man sich halt auch mal, es sind so schöne Momente, die man eigentlich festhalten will. Und ja, irgendwann habe ich mir da mal zu einer Kauf so eine Canon, die ist also Spiegelreflexkamera überwindet, sozusagen. Und seitdem lasse ich sie eigentlich nicht mehr zu Hause. Also die nimmst du dann wirklich auch mit immer auf den Berg rauf? Die ist jetzt nicht leicht? Oft, ja. Ich habe noch eine ältere, mit der ist mir eher in der Egal, falls mal was passieren okay. sollte. Aber ich habe es eigentlich oft dabei, ja. Lohnt der sich Platz dann schon. Muss drin sein im ich Rucksack. Kenn's. Genau. Das kenne ich auch. Nochmal kurz zurück zum Valso Ultra Trail. Ich laufe den auch. Was empfiehlst du mir? Renneinteilung, was sind die Schlüsselstellen? Ja, es ist natürlich das Gottesacker Plateau, wenn wir gerade schon hier sind. Das ist schon kein leichter Teil. Man muss natürlich auf die. Und hier sind wir auch bei Kilometer 10, wenn überhaupt. Ungefähr, ja. Müsste sowas ja. sein. Aber hier ist schon allein die Gefahr, allein wechselnlosen Gesteigen. Dass man da auf seine Füße und Knöchel aufpasst, dass man da nicht gleich das Rennen beendet, sozusagen. Bevor es begonnen hat. Mhm. Und Orientierung ist natürlich hier auch, wie wenn man letztes Jahr gesehen hat, da war natürlich Orientierung recht wichtig, dass man ein bisschen. Wir haben echt probiert, wirklich die Wege richtig gut markieren. Und, aber auf so Wetter waren wir auch nicht gefasst. Also wir konnten die Markierung nicht alle 5 Meter machen, dass man irgendwas sieht. Aber es erstaunlicherweise gab es hier oben keinen Verletzten oder. Keinen, der irgendwo keiner, in der Spalte ja. weggekommen ist. Oder keinen, der sich verlaufen hat. Ich werde auf jeden Fall ein paar Bilder vom letzten Jahr und verlinken oder einstellen bitte in die Shownotes. Es war wirklich auf einer Seite gigantisch, auf der anderen Seite richtig übel. Also ja. Ich war froh, als ich unten dann direkt schnell duschen konnte und ihr musstet dann halt noch 10 Stunden weiterlaufen. Weil die Schlüsselstelle natürlich even hoch ist, beziehungsweise even bergab ist, da sollte man schon ein bisschen natürlich trittsicher aufpassen. Lieber lasst mir das Tempo ein bisschen raus. Ansonsten ist eigentlich alles vom Wege her super belaufbar. Also ist wirklich ein tolles Gebiet und echt über 90% Trail sonst. Wer ein Trailrunner ist, der muss auf jeden Fall da dabei sein. Ich bin dabei. Ich freue mich auch schon riesig, aber ich habe Respekt davor, Respekt. Gerade vor den Höhenmetern. Ja. So, zum Abschluss noch ein paar Quickie-Fragen. Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Schwer. Ich surfe gern und ich bin gerne in den Bergen. Deswegen war auch Neuseeland einer meiner Highlights, weil einfach beides möglich war. Okay, klingt gut. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte verbringen, sagen wir mal 3 Monate lang? Ganz einfach, ein paar Laufschuhe dabei, genug Verpflegung und mal erkunden. Gut gehen lassen. Erkunden. Dein Gadget, was du immer mit dabei hast, also was nicht fehlen darf? Gibt's einiges, aber meine Kamera ist echt eines mittlerweile, wo ich echt sagen würde, es wäre echt schwer, wenn ich daheim lasse.
Jetzt kommt hier gerade die Sonne raus. Ich bin begeistert. Wahnsinn. Fast auf die Minute, genau. Wir haben gesagt, 18 Uhr kommt die Sonne raus. Wir haben 18.06 Uhr. Hat er doch recht gehabt, der Wetterbericht. Der Wahnsinn. So, deine Top 3 Blogs für mehr Berge? Also wo du sagst, die liest du ab und zu, da guckst du drauf. Ja, also ich lese schon gern Blogs, aber ich bin jetzt eigentlich nicht so dahinter, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich bin gern auf Internetseiten, also ich lese mir auch gern deine Artikel durch, wirklich. Danke. Ja, nee. Und aber sonst auf Blogs. Oder gern mal liest immer mal wieder vom Top-Sportlern oder so weiter, aber ja. Ich lese mir jetzt nie die ganzen Blogs von denen durch, oder? Okay. Ich bin da mehr. Ich bin eigentlich bloß. Ich weiß nicht, das ist schwierig zum Erklären. Mich interessiert natürlich alles um mich, die ganzen Sportler und alles mögliche, aber ich bin irgendwie mehr in dem Bereich auf mich selbst fokussiert. Ich weiß nicht, ich finde es schön, was andere schreiben, ich lese es auch gern durch, aber es ist... Inzwischen ist es natürlich auch sehr viel. Jeder hat eine Sportlerseite, jeder schreibt alles. Es ist sehr viel geworden, da muss man natürlich selektiv gucken, klar. Wird unüberschaulicher, ja. Stell dir vor, du würdest nicht mehr in den Bergen wohnen. Was würdest du gegen Bergweh tun? Ich glaube, du müsstest jeden Tag in die Berge fahren. Also würdest du es nicht aushalten? Nee, ich glaube, das käme für mich nicht in Frage. Könnte ich mir auch gar nicht vorstellen, glaube ohne Berge irgendwo. Wenn man einmal dort gelebt hat, ich glaube, dann lassen die Berge ja nicht mehr los. Wen würdest du gerne mal hier im Podcast hören als Gast? Interessant wäre es, wenn wir mal der Seppi Neuhauser, weil er hat mich auch viel unterstützt. Er ist auf dem Tri-Team Kleinwalsertal auch eine hohe Person sozusagen, war etliche Jahre Trainer dort und haben mit ihm auch viel trainiert und er macht mit seinem Lebensfeuer auch wirklich interessante Messungen und ist bei sich was Interessantes. Stimmt, für deinen Podcast. Ja. Werde ihn auf jeden Fall mal fragen. So, vielen Dank, Lukas. Wenn jemand mal mit dir laufen möchte, deine Expertise rund ums Kleinwalsertal haben möchte, wie kann er dich erreichen? Ich glaube, mittlerweile über Facebook anschreiben oder so, da findet man immer einen Weg. Facebook, deine Webseite? Facebook oder meine Webseite, ja. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Genau, wunderbar. Super. Ich danke dir. Ich danke dir auch, wir gehen jetzt noch ein Stück hier auf der Strecke lang, vielleicht auf dem Even noch, je nachdem, was das Wetter macht. Aber zurzeit sieht es perfekt aus. Ja, sieht echt gut aus. Ich danke dir und bis bald. Danke, ja. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du bei dieser Episode des Vitamin Berge Podcast dabei warst. Die Links, die Mitschrift und ein paar Bilder findest du in den Shownotes unter vitaminberge.de/004. Ich würde mich freuen, wenn du auf iTunes den Podcast bewertest und eine Rezension hinterlässt. Das hilft mir ein wenig, den Podcast nach vorne zu bringen und natürlich auch dein Like bei Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn du Feedback zur Episode hast, dann einfach eine Mail an mail@vitaminberge.de und schreib dir, was dir gefällt oder was dir nicht gefällt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.